Los geht's. Ruf für mich an, die 0137 bla 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 irgendwas 10 10 13. So, herzlich willkommen zur Dschungelnachlese der 6. Folge. Mein Name ist Jessica Packer, Herren Deluxe, und wir haben wieder 2 Gastkommentatoren, die nichts sagen dürfen. Schnaps. Schnapper-Wodka. Nee, rechts Ünal und links Tobi. Ja, Schnaps. Ich wollte heute mal Sexy Boys haben. Und jetzt gibt es erstmal Schnapper-Wodka. Schnapper-Wodka, schnell. Schnell, Schnapper-Wodka. Wir müssen heute unter 20 Minuten bleiben. Bin nicht für 6 gebucht. Heute war es wirklich wahnsinnig langweilig. Ganz ehrlich, heute war es wahnsinnig langweilig. Aber trotzdem, erstens die Bluse von Sonja Zietlow. Die war geil, oder? Die war heute mal nicht Woolworth, Herren. Das war eine ganz normale Primark. Bluse. Die war, ja, aber die auch nicht Primark. Die H&M war die heute. Ja, war ich wirklich sehr, sehr bedankt. Oder? Ja, aber ach, du hattest, ja, genau. Ihr dürft nicht reden. So, dann ging es gleich erstmal los. Ich muss es noch ein bisschen weiter hier ausziehen, damit wirklich die ganzen geilen Boys drauf. Ja, hier sind die geilen Boys drauf. So, dann ging's los. Dann hat hier diese Angelina Heger, die hat erstmal wieder, ist es die Blonde? Die hat getröstet heute. Die hat nicht geheult. Erst hat sie geheult, weil sie ihre Mutter vermisst. Und dann kam Tanja Tittenwitsch. Zitzenwitsch. Die war dann so traurig, weil sie halt auch ihre Mutter vermisst, ja. Und da hat sie erzählt, und die redet, die ist eine richtige Prollschlampe. Und die hat dann so gesagt, ey Mann, und dann bin ich zu Hause und ich weiß überhaupt nicht, was ich an der hab, Mann. Aber die schlimmer und dann gehe ich nach Hause, ja, und dann will ich sagen, ey Mann, ich will Hühnchen haben, und dann hat die kein Hühnchen. Ey, und dann bist du voll sauer, und Mann, jetzt verstehe ich überhaupt das, was ich an der hab und so, und ba, 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 und ich bin aber voll schön. Aber die ist ein bisschen wie du. Weiter. So, und da waren also die 3 Prollschlampen, die verstehen sich alles, diese jungen Dinger. Angelina Zitzewitsch, dann die Tanja, so, wie heißen die jetzt alle? All die 3 Prollschlampen und die Sarah Kulka, die verstehen sich total gut. Ja. So dann ging es weiter. Dann ging es um Aurelio, der ja den Porno gemacht hat. Ja. Und alle Frauen im Camp stehen total auf Aurelio. Aurelio de la Rosa. Ja, die haben gesagt, das ist ein Italian Stallion. Ja, und die verzehren sich alle nach seinem Penis, ja, weil der so cool ist, und dann hat er seine Tattoos gezeigt, und sein Tattoo auf seinem Arm heißt bedeutungsmäßig Rose, Schönheit, Präsenz und Liebe. Ist deswegen also, Auri de la Rosa. Ja, deshalb wahrscheinlich. Er hat trotzdem nur den 3. Platz beim Bachelor geschafft. Also ich meine, hallo, Darling. So, dann Angelina Heger, die hat sich dann total beschwert über das Essen im Camp, ja, weil sie hat wortwörtlich gesagt, sie will mal was essen, was Deutsche so essen. Ja, in Zeiten von Pegida darf man sowas einfach nicht sagen. Was will sie? Will sie irgendwie Schweinefleisch essen? Hallo? Die ist eigentlich immer nur bei StudiVD. Bei StudiVD, Herren. Z, oder du, redest heute einfach gar nicht, Schatz. Wir müssen unter den 12 Minuten bleiben. So, ja, aber das war wie in Mitte, wo sie alle irgendwie freies WLAN haben wollen und veganes Essen. Was hast du gesagt? Veganes Essen. Veganes Essen, genau. Das finde ich ganz toll. Und dann hat sich die Angelina beschwert. Ey, Mann, mir ist heiß, mir ist kalt. Ey. Ja, oder? Ich weiß, ja, das ist wie bei Heidi Klum. Heiß-Kalt-Krankheit. Und dann haben sie sich darüber unterhalten, wer eigentlich mehr Facebook-Fans, mehr Likes auf Instagram und so hat, ja. Und wir haben rausgefunden, dass du mehr hast als Maren Gilzer. Was ist ja jetzt aber wirklich kein Wunder. Ey, Schatz, entschuldige mal bitte. Die alte Frau, die weiß überhaupt nicht, wie Facebook funktioniert, ganz ehrlich. Ich habe 5.300 irgendwas Facebook-Likes zu machen. Angelina Heger hat 809.000. Was, da verstehe ich auch nicht. Sag mal, waren das nicht 80.000? Nein, 809, wirklich 809.000. 800.000 Facebook-Likes. Weil die wo war bei DSDS? Nee, die war bei der Bachelor. Scheißegal. So, da muss ich kurz Iffi besprechen. Iffi, und das wollte ich schon vor 2, 3, 4 Folgen sagen, Iffi, die sieht ja aus wie die Rothaarige von How I Met Your Mother. Wie heißt die nochmal? Lilly. Genau, und die hat ja früher auch bei Buffy, Vampire Slayer, hat ja die lesbische Hexe gespielt. Aber genau so sieht die immer aus, oder? Also, oder? Ja, und Iffi, mir ist ja aufgefallen, Iffi ist nicht nur von vorne fett, sondern vor allen Dingen auch von hinten fett. Ja. Und das hat mich stark an Estelle van der Runde. Jetzt sag doch nicht schon wieder sowas.
Charts. Und wir haben uns heute gefragt, wo ist Benjamin Boyce, weil der ist ja immer gar nicht den zu sehen. Nicht. Und wir glauben, dass die Iffy, die hat den heimlich schon nachts gefressen. Deshalb ist der einfach auch nicht mehr zu sehen. Der war kurz zu sehen. So, ja, der war kurz zu wir sehen. Wir haben angerufen für das den. War aber eine Computeranimation. Ja, und vor allen Dingen, was ganz schlimm war, irgendwie, das war die gleiche Computeransage von bei dir und bei mir. Bei Walter war das nicht so. Das ich bin stimmt. enttäuscht. So, Prüfung, Dschungelprüfung, das fand ich ganz, ganz toll. Das war irgendwie so eine Prüfung, da war so ein Laufband, da kamen so Geräte auf dem Laufband, die mussten sich halt merken, was da so vorbeiläuft. Die Prüfung hieß am schlauchenden Band, fand ich sehr lustig. Und Sonja Zietlow, die wir wahnsinnig toll finden und lieben, die hat am Anfang hat die ein Lied gesungen. Und da war die richtig gut, die Sonja Zietlow. Ja, ich liebe toll, die, ja. Die ist so begabt und das so toll. Das machen wir morgen auch. Auf gar keinen Fall. So, und dann waren Walter Freiwald und wer Tischenwitz. Die muss Hashtag. Jetzt ich habe gerade ein Penisbild von meinem Mann bekommen, da ist gerade die Aufnahme abgebrochen. Der schickt mir immer ein Penisbild. Alle haben es alle gesehen. Ja, so, pass auf. So, und dann mussten die in so Boxen reingehen, ja, und da wurden die nur überschüttet mit so Fliegen und Kakerlaken, das waren alles die Facebook Fans von Maren Gilzer, die da runterkamen, ja? Und da mussten sie sich die Dinge merken, die auf dem Laufband vorbeilaufen. Es war wahnsinnig langweilig. Die Tanja Tischewitz, die war hier nur gehashtagt die ganze Zeit. Ich habe immer Hashtag-Board gemacht. Hashtag, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier bin, meine Hashtag. Ich will überhaupt nicht hier rein. Es ist voll ickisch, meine Hashtag. So. Die ist so unterschiedlich, die alte Kuh. Wenn die das Maul aufmacht, aber die könnte nur hier reinschlagen. Die wusste mehr. Ja, mein Gott, sie ist 21 Jahre alt. Walter Freiwald ist 150. Ja, da kann sie doch nichts mehr merken haben, ganz ehrlich. So, da hat Walter Freiwald doch gesagt, der kann sich da nicht hinknien in den Boxen, weil er hatte schon 4 Knie-OPs. Genau so hat das gezeigt, ja? Wir lassen es einfach mal unkommentiert. Ja, ja. So, und dann, da waren halt Fliegen drin, Wespen kamen warum runter. Warum muss das eigentlich und heute so weit oben sein? Ja, weil ich hab schon genickstarre hier. Also es macht ein strammes Kind. Es macht ein sehr strammes Kind, ja. So, dann ging es weiter. Die Tanja Tischewitz die hat total mit dem Daniel Hartwig geflirtet, ja, und da kam sie zurück ins Camp und da hat sie gesagt, wie geil sie den findet, weil der halt so tolle Augen hat. Ja, und so, also der hat nicht aufs Hemd geguckt. Wirklich fürchterlich. So, dann war wieder eine emotional Story, dann kam nämlich Aurelio wieder. Schon 7 Minuten. Ja, Schatz, du musst jetzt gehen, du wolltest nach 7 Minuten gehen. Also ich finde es auch stark. Du machst es wie Georgina bei Nina Queer. Geh bitte. Hau ab jetzt. Tschüss. Verdammt nochmal. So, komm her, Tobi. Jetzt machen wir das. So, und dann war nämlich die emotional Story von Aurelio. Der hat dann erzählt, dass er halt so wahnsinnig gerne auch ein Kind haben würde. Aber es ist bislang noch nicht passiert. Und dann war er kurz vorm Weinen und dann haben wir die ganzen Weiber gesagt, das ist so toll, wenn man so ein Mann so emotional auch sein kann und nicht nur mit einem Proll und Macho und so. Langweilig, Werbeblock, ja. Dann kam die Belohnung von der Dschungelprüfung in so einem kleinen Deckchen so runter ins Camp. Da war ein Hase drin. Ein Hase, ja. Was, der nichts Osterhase? Deutsches. Nichts Deutsches! Es war wieder nicht deutsch, ja. Weil die Tanja Tischewitz, die will so ein schönes Schwein haben, ja. Achso, die andere, ich habe keine Ahnung wer. So, da war ein Hase drin, dann eine Spitzkohlkürbis, Kürbis und irgendwie Spinat. Keine Ahnung, haben sich darum gestritten, wer was wie kocht. Dann gab es einen großen Zwist zwischen Benjamin Boyce, der war mal wieder da, und Walter. Walter hat gesagt, der Benjamin Boyce, ey Alter, der was ist mit dem eigentlich los, ja? Und Benjamin Boyce hat gesagt, ey, fette alte Sau, was will der eigentlich? Irgendwie so, dann hat Walter noch gegen Maren Gilzer gehetzt, weil Maren Gilzer ja angeblich die ganze Zeit irgendwie raushängen lässt, dass sie viel berühmter ist als Walter Freiwald. Und es geht natürlich gar nicht, weil Walter hat dieses tolle Zöpfchen immer oben. Und das heißt, der ist viel berühmter. Und der hat noch nicht mal eine Facebook-Fanpage, oder Herren? Hat keine Facebook-Fanpage. So, die drängelt sich immer nach vorne. Großer, großer Streit. Dann hat Walter Freiwald noch gesagt, der disst die ganze Zeit. Dann waren die irgendwie im Camp und dann sagt Walter Freiwald irgendwann, ey Maren, hier stinkt's, hast du gepupt oder was? Ja? Hashtag gepupt oder was? Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen lustig, muss ich sagen. Und da hat er auch gesagt, ey, die war doch bestimmt gerade wieder auf dem Klo, es stinkt dir so, er hat wieder 3 Kilo gekackt. Da frage ich mich, war Hashtag gekackt, was ist denn hier los? Es ist so unterschiedlich und langweilig heute gewesen. So, und dann war schon wieder ein Werbeblock und dann waren Sonja Zietlow und Daniel Hartwig sind nur ins Camp reingegangen und haben gesagt, Walter ist es, und sind wieder rausgegangen.
Schnawodka. Und dann, ach noch, wie, wo kommt und der? Jetzt Schluss. Wie, wo kommt denn der auf einmal her? Das war's, ihr süßen Mäuse. Wir sehen uns schon wieder morgen wieder zur Dschungelnachleser. Folgt uns auf Tumblr, Facebook, Instagram. Tumblr, Facebook, Instagram. Grindr, Twitter, Google Plus und anywhere. Bis morgen. Tschüss. Bye.